Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich für eine neue Ausgabe von Immobilienprofi TV entschieden haben. In dieser Ausgabe haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Vom Banker zum Makler, Rückblick und Ausblick, Owners Club, der Immobilienclub und das Facelift des Impulsmagazins. Als Eberhard Ruprecht und sein Kollege Martin Ohm vor 5 Jahren erstmals das Meeting in Köln besuchten, arbeiteten sie noch als Immobilienexperten bei der Sparkasse. Im Rahmen des Immobilienprofi-Meetings 2016 blickte Ruprecht auf seine Vergangenheit als Bankenmakler zurück, beschrieb den Aufbau des Unternehmens im Norden Immobilien und die zukünftige Entwicklung. Machen Sie sich bewusst, was sind meine persönlichen Erfolgsfaktoren? Was kann ich einbringen im Markt? Was kann ich umsetzen? Was ist meine Stärke? Was ist mein besonderes Angebot? Womit kann ich punkten vor Ort? Für welche Kunden bin ich attraktiv? Für welche Kunden ist das wertvoll, was ich mache? Welcher mögliche Partner hat diese Kunden denn schon, die ich suche? Das Kaufhaus mit seinen 14 Millionen, der hat die schon, die Kunden, die ich suche. Und wie lassen sich die Standorte oder Medien dieses Partners mit mir vernetzen? Was kann ich da machen? Ist das ein Autohaus? Ist das eine Bekleidungsfirma? Ist das ein Gartenbaubetrieb? Wer ist das in der Region, mit dem ich mich vernetzen kann, um mein originäres Immobiliengeschäft zu treiben und zu tragen? Wie lassen sich die Vermarktungsinteressen von dem Partner und mir verbinden? Wie kann man das groß machen? Der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft BVFI hat den Owners Club gegründet, um heutige und zukünftige Eigentümer von Immobilien direkt mit professionellen Branchenteilnehmern zu vernetzen. Das Projekt ist noch jung, dennoch erhebt es laut BVFI bereits jetzt den Anspruch, eines der führenden Netzwerke der Immobilienwirtschaft zu sein. Wie das im Einzelnen geplant ist, haben uns Jürgen Engelbert und Martin Hethke vom BVFI im Interview erläutert. Der Owners Club, der erste deutsche Immobilienclub, ist ein Projekt des BVFI, was wir jetzt in einem Relaunch beginnen. Zum 2. Januar haben wir das Projekt offiziell gestartet nach außen hin. Der Owners Club ist, oder der erste deutsche Immobilienclub, ist analog zu einem Automobilclub zu verstehen. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, was wir an Leistungsportfolio hier mit anbieten können. Leistungen zunächst einmal für das Mitglied, sprich den Endverbraucher, für den Eigentümer von Immobilien, aber eben auch für den Mieter. Der Owners Club richtet sich also nicht nur an Eigentümer, sondern auch an Menschen, die vielleicht heute noch kein Eigentümer sind, aber vielleicht morgen oder übermorgen eben Eigentümer werden möchten. Also wir sind natürlich jetzt zunächst einmal auf einem Bereich, wo wir uns natürlich sehr viel auf digitale Dinge beschränken, beziehungsweise auf auch die Beratung. Es kann aber durchaus in Zukunft auch so sein, dass wir vielleicht keine gelben Engel haben, sondern vielleicht grüne Engel, die sich dann um Grundstückspflege kümmern, die Hausmeister-Services anbieten oder ähnliche Dienstleistungen rund um die Immobilie herum. Und zum Schluss unserer Sendung möchten wir Ihnen noch das überarbeitete Impuls-Magazin sehr ans Herz legen. Impuls beantwortet zahlreiche Fragen rund um den privaten Verkauf einer Immobilie und macht deutlich, was alles schiefgehen kann und wie man diese Fehler vermeidet. Das Akquise-Magazin präsentiert sich nun im aufgefrischten Design. Ab sofort bieten wir Ihnen das Magazin mit einem deutlichen Facelift und erweitertem Inhalt an. Zudem gibt es in Kürze ein Zusatzheft zum Thema Mietnomaden. Weitere Informationen finden Sie bei uns im Shop und unter immobilienprofi.de. Und das war's auch schon mit dieser Ausgabe von Immobilienprofi TV. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen allzeit gute Geschäfte.